Hi und willkommen zurück zu Let's Play Rise Son of Rome. Warum ist die Tür verschlossen? Da ist jemand drin. Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. Kann ich dem Kaiser auch eine verpassen? Nee. Geh weg. Ja. Hinrichtung mehr XP. Ja, okay, ich hab's. Da kommt ein General! Ergib dich oder stirb! Ach, Space ist ja... Hier nehme ich's auf. Okay, so und so. Stell dich deinem Tod. So, blocken, Schwert rein, fertig. Dafür wirst du büßen. So, hinrichten. Pams. Centurio-Treffer. So, zack, einmal rein in den Hals. So. Sehr gut. Endlich. Bleib zurück, mein Kaiser. In den Schatten könnten sich noch mehr verbergen. Töte den Kriegsherrn der Barbaren. Du Röme! Röme? Hi, Spasti. L-Shift, um einen mächtigen Angriff auszuweichen. Bevor der Gegner solchen ausführen, leuchten sie rot auf. So, Rekrutenhinrichtung. Gefällt. Hier, schnell! Komm schon. Oh, komm schon. Genau. Schnell! Damokles ist von den Toten auferstanden, wahrhaftig! Damokles. Damokles ist ein Mythos. Männer töten Männer, mein Kaiser. Die Götter führen uns. Sie mischen sich aber nicht in unsere Angelegenheiten ein. Ach, und welches Orakel hat dir das gesagt, General? Mein Vater. Wir sind in Sicherheit. Ich glaube, wir sind hier sicher. Nun, ich bete zu den Göttern, dass wir das sind. Oh, wir sind hier sicher, mein Kaiser. So
sicher wie es geht. Sicher? Ja, sicher. Aber du, welcher Familie? Wie ist dein Name, Soldat? Marius. Doch mein Name ist nicht wichtig. Meine Geschichte jedoch schon. Jetzt geht die Story erst richtig los. Mein Vater lehrte mich, dass die Götter unser Schicksal bestimmen. Jedoch wir allein unseren Weg wählen. Eure Bestimmung war es, Kaiser zu sein. Meine Soldat. Die Ehre meines Vaters führte ihn auf einen Weg, der den Menschen diente. Doch was führte uns auf unsere Wege? Was machte uns zu den Männern, die wir sind? Meine Geschichte beginnt vor gut 10 Jahren. Ja, ich plane übrigens dann auch in Zukunft bei den LPs, jetzt nicht jetzt, sondern bei den nächsten Aufnahmen, auch immer mal ein bisschen so Hintergrundwissen zu rum einzustreuen. Dann werde ich mich mal ein bisschen schlau machen drüber. Ja, mal gucken, ob wir es gebrauchen können oder ob wir soweit schon in der römischen Geschichte sind, dass es nicht reicht, was ich habe. Vater! Marius? Es tut gut, dich zu sehen. Wie sehe ich aus? Wie ein echter römischer Soldat? Du siehst gut aus, mein Sohn. Willkommen daheim. Willkommen daheim. Wohin wirst du versetzt? Alexandria. Ah, Alexandria. Eine ruhige Provinz. Mutter wird erfreut sein. Ich bin nicht in der Armee, um in der Sonne zu liegen. Ich will kämpfen, so wie du, für das Reich. Alles zu seiner Zeit, Sohn. Alles zu seiner Zeit. Denk daran. Nicht alle deine Feinde lauern auf dem Schlachtfeld. Vater? Marius! Oh. Lass dich ansehen. So stattlich. Mutter, bitte. Deine Schwester will dich unbedingt sehen. Er wird sie noch früh genug sehen. Fürs Erste würde ich gern allein mit ihm sprechen. Na schön. Dann gehe ich deine Schwester suchen. Bedrückt dich etwas, Vater? Wir reden später darüber. Aber jetzt, zeig, was du gelernt hast. Okay. Ich hoffe, das Mikro ist jetzt gerade an. Ja doch, das ist da. Und das Problem ist, das Symbol für Mikro stumm, das ist inzwischen, wenn ich immer da hoch und runter und auch mit den Fingern manchmal dann rumspiele, kann ich das gar nicht mehr erkennen. Hi. Mach dich bereit. Durchbrich meine Verteidigung. Deckung durchbrechen. Drücke rechte Maustaste. Deckung einiger Gegner musst du erst durchbrechen. Okay. Und nochmal. Denk daran, durchbrich meine Verteidigung, um mich zu treffen. Noch einmal. Nein, so wird das nichts. Los, durchbrich meine Verteidigung. Du kannst das. Ah, die trainieren gerade mit Holzschwertern. Genauso nicht diesmal. Gut gemacht, so. Dreimal. Na. Abgeblockt. Versuch's erneut. 3 Treffer oder es zählt nicht. Einmal noch. Mann. 3 Treffer, Marius. 3 Treffer. Und nochmal. Mann. Exzellent gefochten. Mach dich bereit. Führe 3 perfekte Abwehrmanöver. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Konzentrier dich, Marius. Warte bis zum letzten Mal, drücke dann Space für eine perfekte Abwehr. Wenn wir kurz grün aufleuchtet. Mann! Warte auf den richtigen Moment. Versuch's nochmal. Mann! So nicht. Du musst deine Hiebe zeitlich abpassen. Nochmal. Perfekt. Gut.
Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Okay. Perfekte Schläge sind schneller als schlecht abgepasste Schläge. Um ein... Durchbrich meine Verteidigung. Komm schon. Rhythmus, Marius, Rhythmus. Warte auf den richtigen Moment und schlage zu. Kombiniere deine Manöver. Das richtige Manöver zur richtigen Zeit. Ja, wir sehen schon, die Römer haben sehr auf Prunk gesetzt, was Bauten angeht. So, was machen wir zuerst? Du musst durch meine Verteidigung, bevor du mich treffen kannst. Drücke Space, um den neuen zu versuchen. Drücke Linksshift zum Überspringen. Nanos! Nein, nein, nein. Durchbrich meine Verteidigung. Nochmal. Ah. Genau so. Meisterhaft. Eine kritische Betäubung zu, okay. Das habe ich jetzt übersprungen. Ein trauriger, aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern. Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab. Wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn inmitten einer Schlacht. Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten. Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Septima, Barbaren, folge mir! Septima, die siebte. Ja, man muss nämlich dazu wissen, was ist das denn? Man muss nämlich dazu wissen, die Römer haben grundsätzlich ihre Kinder durchnummeriert. Deine Schwester!
Oh, ich muss gleich Schluss machen. Sie haben der Pima! Mutter! Okay. Okay. Dann wollen wir mal schnell unsere Mutter und unsere Familie retten gehen. Mach die Tür auf. Nein. 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 Ich werde jeden einzelnen von euch töten. Bist du verletzt? Töte ihn! Bestimmt müssen wir jetzt unseren Vater mit beschützen. Dann machen wir es mal eben. Sprich mit mir! Was ist los? Willst du noch mehr? So, blocken und rein mit dem Schwert. Und rein damit. Das werdet ihr büßen! Ihr alle! Römischer Abzaum! Ich frag mich, was das für Barbaren sind. Na gut, man muss sagen, für die Römer war alles barbarisch, was nicht römisch war. Sein. Oh, Pam! Pam! Brennt. Rom wird angegriffen. Hör zu, die wollen uns töten, Marius. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Was bist du für einer? Den mach ich noch eben platt und du dann... und ich. Komm schon, Marius. Okay, der kennt mich offenbar. Das heißt also, dass sie wahrscheinlich von Feinden reingelassen wurden. Okay. Aber, okay. Die Sequenz noch. Dort liegt dein Schicksal. Lauf. Mhm.
Okay. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich gucke ganze Zeit immer zur Webcam rüber, weil ich denke, ich mache mit Webcam. Aber das tue ich nicht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!